Wir sind auf dem Weg zu Tag 2 der Christmas Season. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Vlog hier aus der Christmas Season aus dem Disneyland Paris. Ja, wir gehen langsam Richtung Park. Wir haben, glaube ich, ungefähr 9:30 und das Wetter soll sich heute halten. Es soll nicht regnen. Ich bin sehr gespannt. Es sieht auf jeden Fall wieder sehr, sehr voll aus. Brina möchte unbedingt nochmal Winnie Pooh treffen. Also ich habe ihn ja gestern schon getroffen, aber natürlich gehen wir mit Brina gerne nochmal hin. Dann zeige ich euch noch Stitch. Wir werden uns wahrscheinlich nicht bei Stitch anstellen, weil da ist immer super viel los. Aber ich würde ihn euch gerne in dem Outfit zeigen. Wir wollten gerne noch den ein oder anderen Snack probieren. Und dann schauen wir mal. Schauen wir mal, ob uns heute Morgen auch die Charaktere wieder begrüßen. Good morning! Look! So cute! I like your head as well. You like my ears? You can't eat them. It's no honey. Hier direkt am Schloss findet ihr ein Magic Shot mit Pluto. Ja, hier im Frontierland direkt am Big Thunder Mountain könnt ihr einen Magic Shot mit Chip und Dale machen. Der ist aber leider nur morgens offen, also wir haben ihn leider jetzt schon verpasst. Also das muss ich jetzt echt mal kritisieren mit diesen Magic Shots. Nirgendwo steht, wann welche Magic Shots sind, wo, okay, kann man sich ja noch vielleicht irgendwo ableiten. Aber warum schreibt man das nicht einfach in die App? Man weiß doch, wann die Fotografen arbeiten müssen. Dann schreibt doch die Zeiten auch in die App. Also, ich war echt ein bisschen enttäuscht jetzt wegen dem Chip and Dale Magic Shot. Den hätte ich tatsächlich noch gern mitgenommen. Aber, naja, was soll's. Ich zeig, es gibt auch noch Santa Jack, also Jack Skeleton als Nikolaus verkleidet. Es ist gerade dunkel, es tut mir leid. Den zeige ich euch aber tatsächlich mit einem Clip von vor 2 Jahren. Denn da wollen wir uns jetzt nicht anstellen, aber der sieht genauso aus wie vor 2 Jahren. Yes. Hello, my friend. Hi, Jack. Good, and you? Oh, what's this? A camera. Are the monsters in it? Yeah, no, it's you. It's me with you. Yeah. Hello. Ooh, hello, my friends. Merry spooky Christmas. Merry no. Spooky Christmas. Yeah. That's right. How are you? Good, and you? I have a horrible day, but we still need to prepare for Christmas. That's true. Are you bringing my presents this year? Yes, we're Santa Claus. Do you know already what you would like to get for Christmas? Something Disney with Mickey. Ooh. And some chocolate books. Right? Yes. Ja, wir sind jetzt kurz in die Walt Disney Studios gekommen, um diese kurze neue Show mit Donald und Goofy zu sehen. Die ist ja da vor dem Tower of Terror auf dem großen Platz. Und ich wollte euch noch was verkünden. Ich produziere gerade Monis magische Adventszeit Adventskalender für euch. Das heißt, ab 1. Dezember wird es jeden Tag ein kurzes Video geben, wo ich euch Geheimnisse, Secrets aus den Walt Disney Studios und auch aus dem Disneyland Paris erzähle. Ich hoffe, ihr freut euch und schaltet dann auch wieder ein. Ich habe es ja schon in dem Disney Plus Vlog erwähnt, diese Foodstände. Die sind jetzt offen und dann gehen wir jetzt mal schauen, ob wir uns was zu essen holen, einen kleinen Snack, was da alles so gibt. Und die sind tatsächlich, glaube ich, bis März, oder? Ja, ist immer sehr lang, bis März. Hier gibt es auch schon den ersten Stand, den The Winter Twist. Hier gibt es Glühwein
und allerlei anderen Wein. Hier gibt es vegane Küche. Ist vegan. Aber hier mal könnt ihr mal die Preise sehen. Der Sven hat sich hier Salamis gekauft. Es sind schon ein paar weg, ich muss schon ein paar essen. 5 Euro hat jetzt die Tüte gekostet, aber es schmeckt wirklich sehr gut. Hier geht's weiter. Ich kann auch meiner Salami. Hier gibt's vegane Butternut Soup, Ente und allerlei. Sven, was isst du jetzt? Lachs. Lachs? Hier ist der Käsestand, hier gibt es ganz, ganz viel Käse. Ich glaube, das sind Kartoffeln. Hier könnt ihr euch Pretzel kaufen und sieht aus wie eine Pastete. Sauerkraut. Hier gibt es auch Glühwein und geröstete Kastanien. Ja, hier ist tatsächlich sehr viel los am Crepe-Stand. Das ist tatsächlich die längste Schlange hier. Ja, ich habe jetzt tatsächlich die Kartoffeln mit Raclette-Käse geholt. Bin sehr gespannt, ich bin nicht der größte Käse-Fan. Aber wenn er geschmolzen ist, dann esse ich ihn tatsächlich. Und es hat 6 Euro gekostet. J'ai trouvé Donald. Ce bouton est la solution à tous nos problèmes. J'appuie encore. Non,
ihn immer wegen dem Großlöcker. Komm auf, Fell. Et quand le feu s'éteint lentement, plein de jour, les familles s'endorment. La neige est dans son beau manteau blanc, et la forêt se transforme. Did you feel that? It's time to get spirit! Ja, das war jetzt die Snowy Funny Winter Show mit Donald und Goofy. Finde ich tatsächlich ganz nett, dauert nur 5 Minuten. Wenn man hier in den Studios ist, kann man sich das mal anschauen. Ein Krog? Krog? Ja, haben uns eingeteilt, denn. Wie? Ach so, da ist er wieder dran, ja? Ich bin wieder am Essen, ja. Ich esse jetzt den Kars Krog. Hat den Sven mir lieberweise mitgebracht nach der lieberweise? Show. Lieberweise? Netterweise. Sie hat wieder ein neues Wort erfunden. Ja, schmeckt sehr gut. Kostet zwar 8 Euro, sau viel Geld, aber. Das sind eigentlich gut. Nur 2 Scheiben Toastbrot mit Käse. Nein, das ist doch Burgerbrötchen. Oh, es ist sogar noch günstiger. Aber es hat dir letztes Mal auch geschmeckt. Es schmeckt sehr gut, aber für 8 Euro kann es einem vergehen. In den Studios gibt es tatsächlich auch noch einen weihnachtlichen Magic Shot und zwar mit Mike. Ja, tatsächlich wird das Wetter gerade etwas besser. Man sieht es leider nicht, aber der Himmel wird langsam blau. Natürlich werden wir gleich irgendwann nach Hause fahren müssen. Ich zeige euch aber jetzt tatsächlich noch das Christmas-Menü aus dem Restaurant en Coulisse. Das hatten wir ja schon am Freitag probiert, am Disney-Plus-Tag. Und das habe ich vergessen, gestern reinzuschneiden, deswegen seht ihr es jetzt. Ja, gestern habe ich euch ja schon das Disney-Plus das ja gezeigt. Einfach ignorieren, das gibt es nicht mehr, das gab es nur gestern. Und ja, dann habe ich mir das Christmas-Menü, den Burger geholt. Mit Kürbiskernbrötchen, ich weiß nicht, irgendwas mit Zwiebeln und Salat und Tomate. Ich packe ihn gleich mal aus, aber ich wollte euch das Papier mal zeigen, weil das finde ich wirklich sehr, sehr cute. Kostet 16 Euro, also Burger, Pommes und Getränk mit Jahreskartenrabatt sind wir bei 13,60 Euro. Also sieht gerade ein bisschen aus wie mein Brötchen, was ich mir morgens schmiere mit den Kürbiskernen. Ja. Ich probiere ihn mal und dann berichte ich natürlich, ob er mir auch geschmeckt hat. Ja, also ich habe jetzt den Burger gegessen und es hat sich ein bisschen nach Frühstück angefühlt. Mir war er tatsächlich ein Ticken zu gesund mit dem Rucola und mit den Kürbiskernen obendrauf. Also er war okay, aber haut mich jetzt auch nicht vom Hocker. Ja, eigentlich war unser Highlight heute nochmal die Showstops von der Parade zu sehen. Aber Thorsten von Deiner LRP hat in Erfahrung bringen können, also das haben die Castmember ihm gesagt, dass es heute und auch in den nächsten Tagen keine Showstops geben wird. Also weder am Central Plaza noch vor dem Tannenbaum. Ich vermute, das hat was zu tun mit dem gestrigen technischen Defektstörung. Da gab es ja auch diese, also wir haben ja tagsüber die Parade geguckt von dem Infinity-Bereich. Und da war tatsächlich auch lange die Musik aus, als sie beim Central Plaza standen. Und gestern ja der Totalausfall abends. Wirklich sehr schade. Also wenn ihr in den nächsten Tagen hier seid, werdet ihr wahrscheinlich keine Showstops sehen können. Ja, wie zu erwarten, ist natürlich bei Stitch super viel los. Der macht gerade Pause, aber der sollte gleich wieder kommen. Stitch, you look lovely. Love it. So cute. Oh, Stitch. Ouais.
Ja, auch in dieser Saison gibt es Leckereien im Candy Palace, passend zur Saison. Hier, das sollen ein paar weihnachtliche Dekorationen sein. Sieht man, oder? Und genau, Simone hat sich den Cake Pop geholt mit Mickey, der ist mit Schoki Brownie gefüllt, und der mit Mini, den seht ihr hier jetzt leider nicht, der ist mit Erdbeer gefüllt. Genau, soll aber auch sehr, sehr lecker sein. Cake Pops waren leider schon aus, aber die habt ihr gestern... Nein, die Cupcakes waren aus. Die Cupcakes waren aus. Die habt ihr gestern im Vlog gesehen. Ja, das war's heute auch schon wieder aus dem Disneyland Paris. Wir laufen jetzt Richtung Parkplatz. Ja, was soll ich sagen zu diesjährigen Christmas Season? Sie ist durchwachsen, würde ich sagen. Denn ja, wir haben jetzt tatsächlich am Anfang der Season einige technische Probleme gesehen. Bei letzten Christmas haben wir tatsächlich mitbekommen, dass wir auch einen technischen Fehler hatten. Der blaue Screen ist nicht gewollt. Normalerweise steht da auch ein Chor. Ja, war bei uns nicht der Fall. Dann ja, gestern Abend die technische Störung bei der Abendparade. Heute keine Showstops mehr, bis auf Weiteres. Man weiß auch nicht, wann sie wieder zurückkommen. Ja, ist durchwachsen. Und die Cupcakes habe ich. Ich habe am Freitag tatsächlich einen Cupcake probiert, den mit Haselnuss. Der war wirklich sehr lecker. Ich habe es leider nicht gefilmt. Und ich habe auch gehört, der mit Chestnut soll auch sehr lecker sein. Ich bin wieder tatsächlich im Dezember erst wieder hier, wenn Illuminations wieder läuft. Also am 21. und 22. Dezember bin ich wahrscheinlich erst wieder hier im Disneyland. Und ich bin gespannt, vielleicht haben sie bis dahin das ein oder andere gefixt. Ansonsten hoffe ich, haben euch die Vlogs hier aus dem Disneyland gefallen an den 3 Tagen. Einmal vom Disney Plus Tag und auch von den 2 Tagen der Christmas Season. Mein Arm wird jetzt auch langsam müde, deswegen beende ich jetzt den Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen, uns begleitet zu haben. Berichtet gerne mal unten in den Kommentaren, was eure Eindrücke waren von den ersten 2 Tagen. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Und wir sehen uns nächste Woche aus dem Phantasialand wieder. Tschüss!